Ja, willkommen bei Malida und zur Folge 9 von Freitag, der 13. Make them remember what they did to us, Jason. Wie ihr seht, sind wir Jason. Und wir werden versuchen, so vielen wie möglich den Schmerz zu zeigen, den wir als Jason verspüren. Als erstes versuche ich einmal wieder diese Phonebox hier zu... mit Fallen zu drapieren. Ich weiß nicht genau, ob es Sinn macht. Bisher habe ich es die letzten drei Male versucht. Leider ist da keiner reingelaufen. Und keiner hat die Polizei gerufen. Ja, mal schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Sinn macht. Erstmal ein Messer sammeln. Und dann wollen wir mal gucken, wo die ersten sind. In dem kleinen Haus hier. Ob der oder die uns schon gesehen hat. Nehmen wir wieder das Messer mit. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ist das auch schon unser erstes Opfer. Werden wir als erstes jetzt mal die Tür einhauen und zeigen, dass wir da sind. Okay, die ist aus dem Fenster. Warum kann ich jetzt hier die Treppe nicht runter? Was ist das schon wieder für ein Bug? Aha. Das hat uns auf jeden Fall super viel Zeit gekostet. Und wenn diese Jason-Runde nicht erfolgreich ist, dann lag es genau an dieser Tür. In dem Haus ist auf jeden Fall jemand. Der hat eine Knarre, ne? Okay. Genau, einfach rein hier. Obwohl, das Radio können wir doch einmal. Aha. Ach, die hat mit der Leuchtpistole auf uns geschossen. Okay, mal gucken jetzt. Komm. Ich glaube, das erste Opfer ist gefunden. Der heilt sich selber hier, genau. Oh nein, hat der schon ein Messer gehabt. Oder? Okay. Ey, wie viel hat der denn schon? Der hat doch schon... Jetzt habe ich dich im Visier. Man muss ja flexibel sein, ne? Ach, er ist auch noch da. Jetzt hoffentlich hast du nichts. Ja, genau. So, Opfer Nummer 2. Ach, die haben die Polizei schon repariert. Meine Fallen haben anscheinend nichts gebracht. Shit, jetzt hab ich natürlich nur noch 4-5 Minuten. Kommt drauf an, ob die sogar noch einen Perk haben. Dass es noch schneller geht. Na. Nehme ich das Messer jetzt nochmal mit. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt noch reißen können. Also wie gesagt, die Deadline, damit die fliehen, liegt jetzt bei 4 Minuten, würde ich sagen. Ich schaue mal hier oben bei dem Auto einmal nach. Da ist auch jemand im Haus.
Was mache ich denn? Jawohl. Genau, spürst du den Schmerz, den ich spüre? Genau. Ja, ich glaube, die spürt das gerade. Okay, sind schon mal drei auf der Habenseite. Und jetzt mal schauen. Das nehmen wir auch noch einmal mit. Da ist im Haus wieder der Tommy Jarvis. Tommy Jarvis ist im Haus. Ja, genau. Renn mal schön weg. Wo ist er hin? Ach, da rennt er. So schnell ist er gekommen. Also so weit ist er gekommen. Mein Gott, ich bleib mit diesem Shift immer überall hängen. Shit. Erstmal hier schön ragen. Oh, hier ist noch ein Messer. Genau. Naja, das ging in die Hose. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Erstmal ein Headknife gegeben und die hat mir dann einen schönen Headshot gegeben. Okay, boah, dauert das lange. Naja, Messer ist auf jeden Fall nicht ganz so meins. Also das mit der Phonebox werde ich, glaube ich, nicht nochmal machen mit den Fallen. Weil jetzt gerade habe ich natürlich keine. Nein. Okay, der ist auch im Haus drin. Boah, da ist immer lange. Okay. Shit. Haben so schön die Tür aufgelassen. Nur die hauen auf jeden Fall zu zweit, zu dritt ab. Das ist gar nicht mal einfach jetzt. Shit. Jetzt habe ich leider kein Messer mehr. Nein. Irgendwie wird mir das Ganze jetzt gerade ein bisschen zu fahrig. Die Polizei kommt auch gleich. Da, die sind auf jeden Fall in dem Haus. Nein, warum schaffe ich das immer nicht? So, habt ihr gehört, die Polizei ist jetzt da. Das wird jetzt nicht so toll werden. Nein, Mann! Oh, shit. Ach, jetzt ist die Polizei da? Ich dachte, ich hätte gerade schon was gehört. Okay, dann muss ich mich gleich irgendwie dahin morphen. Der hat auch schon wieder das Haus verlassen. Okay, ist aber noch keiner hier. Noch keinen, den ich wahrnehmen kann. Ich hoffe nicht, dass die jetzt, obwohl die einen sind ja zu mehreren unterwegs, ich hoffe nicht. Das ist immer das Schlimmste, wenn die jetzt zu dritt oder viert kommen würden, dann könnte ich höchstens maximal nur einen, wenn überhaupt. Weil wenn die zu dritt, viert kommen, dann
ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass sie Sachen haben, um mich zu stunnen. Tommy Jarvis hat ja auch noch seine Knarre, seine Shotgun. Okay. Da, ich muss das noch irgendwie besser machen mit dem Shiften. Andere Jasons. Ja, natürlich habe ich wieder verfehlt. Nein! Ich sag's ja, die stunnen mich. So. Komm schon, komm. Ja, genau. Stolper mal schön. Ja. Wow! Wow! Der Tommy. Jawohl, der Tommy hat die getötet. Mein Gott, was ein Beschützer. Hat er die mir schön aus der Hand weggesniped mit seiner Shotgun. So. Das war gar nicht schlecht. Dem Feuerwerk weggeschiftet. Oh, das wird scheiße werden. Das wird scheiße werden. Nein. Shit. Ah, er ist noch da. Das war nicht gut. Warum können nicht alle einzeln fliehen, wie jeder brave Counselor? So, jetzt mal schauen, wo könnte der andere sein? Jawohl! Genau. Die Ehre gerettet. Die Hälfte erwischt, okay. Naja, eine durchwachsene Runde. Wirklich durchwachsen. Also hinterher, nachdem die Polizei gerufen haben, habe ich ein bisschen den Faden verloren, wurde ein bisschen fahrig. Ja gut. Ja gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ein Abo, würde mich freuen. Ja, Vorschläge und Kritik in die Kommentare, würde mich auch freuen. Ansonsten, ja, hoffe ich wirklich, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Euer Malida. Ciao.